Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Sonntag und es ist, ich glaube, noch nicht mal 7 Uhr. Wir machen uns fertig gerade. Also ich habe mich schon ein bisschen geschminkt. Farbe ins Gesicht, war nicht duschen, deswegen sehen meine Haare so aus. Ich habe die nur nass gemacht und nach hinten gekämmt. Und ich suche Anziehsachen für die Molly raus. Denn es, ja, wie gesagt, es ist Sonntag und sonntags gehen wir fast immer zur Hundewiese. Ganz früh morgens, damit da nicht so viel los ist. Und genau, ich suche jetzt halt was raus. Die Molly ist noch oben und nicht schläft. Die spielt. Ich bin noch voll verbimmelt, ey. Sorry. Die spielt oben und hört ihr Vogelgezwitscher. Und Bernd ist in der Küche und macht Kaffee. Boah, ich suche es immer aus. Ich muss mal eben wach werden, dann melde ich mich nochmal. So, das ist Wäsche. Wenn ich noch keinen Kaffee hatte, dann kann ich noch nicht so gut klar denken. Ja, können wir machen. Also Bernd macht Kaffee und Brötchenteig wollte er aufsetzen. Brötchenteig, der dauert dann aber noch mal eine Stunde, habe ich Ja, gesehen. Aber ist ja nicht der schlimm, mal dauert einen lange. wiederkommenden Shake. Ja, Hast du überlegt? wir hatten uns ja letzte Woche oder so, als Bernd das letzte Mal die Brötchen gemacht haben, die richtig lecker waren. Und einige hatten nach dem Rezept gefragt. Darf ich das zeigen? Das ist das knusprig luftige Brötchen. Wenn ich dran denke, werde ich es euch unten verlinken. Jedenfalls hatten wir uns extra Skalpell-Set bestellt. Denn man muss sie ja einritzen. Und das geht mit unseren Messern Bist nicht du, so wie gut. romant bist du? Lass mich doch mal in die Schublade Genau, deswegen haben wir uns die extra bestellt, damit es schön scharf ist. Miss Murphy ist schon ganz aufgeregt. Ne, gehen wir zur Hundewiese? Nein, du Lass bist. mich in Ruhe, gib mir Fressen. Eigentlich bist du mehr aufgeregt, weil es gleich Fressen gibt. Ne, du weißt, um 8 Uhr Wer ist denkt, es es gibt soweit. Fressen? Wie gesagt, die Runde wird abgebrochen, nach dem Arm machen. Aber sonntags gibt es immer später Frühstück. Das hasst er am Sonntag. Er liebt die Hundewiese, aber er hasst es zu warten und später Essen zu kriegen. Isst du jetzt schon die Krümel hier vom Boden? Armes Wesen. Genau, jetzt gehe ich mal die Morli holen. Müssen Princess erstmal ein bisschen stylen für später, für die Hundewiese. Die schläft eigentlich immer, wenn wir da sind, im Tragetuch. Nimmst du sie heute ins Tragetuch? Okay. Oh, ein bisschen hell jetzt ist. Da spielt sie immer, guckt sie ihre Hände an. Da liegt mein Handy mit Vogelgezwitscher, strampeln und aus dem Fenster gucken. Bevor wir die reinmachen können. Ja, Das ist aber. doch viel besser. Ja, ist alles gut. Ich glaube nicht, dass da was passiert mit Hefeteig. Nein, nur ich möchte gerne, dass sie so geil fluffig werden Ja, wie ja. letztes Mal, ne? Ja. Und dann halt wieder Ober-Unterhitze 250 Grad vorheizen, das kann man ja parallel machen. Wir rätseln gerade, weil wir ja jetzt. Also, Bernd hat ja schon den Hefeteig aufgesetzt. Aber der muss ja immer hier eine Stunde gehen, da eine halbe Stunde gehen Ja. und so. Und dass wir halt die beste Zeit abwarten, dass wir zur Hundewiese fahren. Genau, und das machen wir jetzt. Die Molly frühstückt gerade noch und dann geht's los. Wir trinken jetzt gerade erstmal Kaffee und werden wach. Meine Augen tränen noch von der Nacht. Das sieht man, ich habe ein bisschen verschmiert. Und ich habe noch die mega Augenringe. Und das sieht aus, als ob ich ein Gockel bin mit meiner Frisur. Aber ich habe gerade keine Hand frei. Gut, wir melden uns einfach. Wenn die Brötchen fertig sind, dann zeige ich euch die. Schaut mal, wie schön sie jetzt immer spielt. Ich habe ihr so, weil sie sich so hin und her rollt, habe ich hier drumherum alles Spielzeug gelegt, dass sie überall was sehen kann. Und die Maus hat heute zwei verschiedene Socken an. Habe ich nicht aufgepasst. Egal. Hauptsache, die halten warm, ne, Molly? Hi! Was machst du da? Ja, hi. Bist du schön am Spielen? Super. Super. Ja. Hi. Hast du gut geschlafen? Ja.
Der ist toll, ne? Der ist wirklich toll. Ich weiß gar nicht, den haben wir auch zur Geburt geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Diesen Beißgreifring, der ist so richtig schön asymmetrisch. Den kann sie ab und zu schon so greifen. Dann hat er diese Ringe da dran. Der ist richtig toll. Du hast richtig tolle Sachen zur Geburt bekommen, mein Schatz. Sie weiß. Sie weiß. Ja. Oh. Jetzt hast du... Wo du den letzten Mal geknetet hast, den Teig? Wo drin? Wegen Schützen. Ach so, nein, das weiß ich nicht. Ja, eigentlich wollten wir Kaffee mitnehmen, aber jetzt haben wir ihn doch hier getrunken. Ich habe noch eine Tasse, die trinke ich gleich schnell leer, die ex ich mir schnell weg. Und dann sind wir gleich richtig wach, ne? Mhm. Mit frischer Hefe machst du oder Trockenhefe? Mhm. Das ist immer jetzt die Wahl bei uns. Kaufen wir Brötchen beim Bäcker, wenn wir von der Hundewiese kommen? Oder machen wir sie selber? Weil gekaufte, da kommen die selbstgemachten jetzt nicht so dran. Die sind nochmal wieder speziell anders, ne? Ja. Und vor allem natürlich weniger Arbeit. Das ist dann so der Schweinebund, ne? Ja. Da freue ich mich in Ungarn, wenn wir dann auch so vielleicht den Pizzaofen haben. Ja, aber darum wird das morgen schon machen. Ja, aber wir könnten die ja auch mittags machen. Dann machen wir morgens ein leichtes Frühstück. Oder abends. Oder beim Grillen machen wir, oder wenn wir abends Pizza im Ofen machen, dann machen wir Brötchen mit. Ja, oder du machst die Brötchen, ich arbeite, machst du irgendwas? Ja. Auch Baby. Dann möchte ich auch so ein riesiges, so wie die Pizzabäcker haben, so ein riesiges, so ein Stab mit so einem Schieber vorne für den Pizzaofen haben. Dann machen wir Brotbacktag. Baue ich dir aus. Fürs ganze Dorf. Ja, mach das bitte. Dann geben wir dem ganzen Dorf Brot. Ja, was erzählt die Molly denn? Ja, was erzählst du hier? Hi! Hi! Ja! Wow! Du kannst schon erzählen, ne? Ja, brabbelst du? Du guckst hier, die guckt den Ladybird an. Den hier, den Marienkäfer, ne? Soll er sich nochmal bewegen? Ja. Oh, bist du müde? Ja. Guck mal, möchtest du einen Kaffee? Nein, das ist kein Kaffee. Da ist immer warmes Wasser drin, weil wir ja hier diese Stoffwaschlappen nehmen und nicht Feuchttücher, ne? Wir nehmen ja gar keine Feuchttücher. Ja. Nur unterwegs, ne? Ja. Super. So, so sieht es bei uns in der Küche aus, wenn wir hier am Werkeln sind. Wir sind zurück. Und die Brötchen gehen gerade hier auf. Die müssen jetzt nochmal gehen. Und ich räume jetzt hier alles auf in der Zeit, ne? Und dann ist alles, die Schubladen sind alle auf. Ich muss die Spülmaschine ausräumen. Die Maus ist am Spielen mit ihrem Superball. Ne, Ball. Hund. Genau. Mein Handy hat gebimmelt. Habt ihr noch nicht gehört, weil das nur Vibration anhat. Ich mag das immer nicht, wenn es klingelt. Vor allem, wenn die Maus gerade eingeschlafen ist und auf einmal klingelt das ganz laut. Ich habe es eigentlich immer auf Vibration, mein Telefon. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr euer Telefon eingestellt habt. Ja, guck mal, da ist ein Smiley drunter auf unseren ungarischen Tassen. Das wusste ich auch noch nicht. Ist ja dunkel. Ja, dann zeig mal die Ritzung. Wir wollten jetzt mal hier die Skalpelle ausprobieren. Bastelmesser, die Bernd schon als Kind zum Spielen bekommen hat, angeblich. 2 cm einschlitzen. 2 cm tief, ne? Mhm. Oh, die sind echt schön groß geworden, ne? 75 Gramm hat ein Teigling. Schneid dir bloß nicht in den Finger. Ich hab immer Angst. Sind die nicht. Bernd, ich habe immer Angst bei so scharfen. Ja, ich habe vor allem Angst. Bin ich sehr gespannt. Also lecker sind die auf jeden Fall. Wenn, wie gesagt, wenn ich dran denke, verlinke ich euch die. Jeden Sonntag machen wir Brötchenvideos. Bernd hat hier schon alles vorbereitet. Unsere Einkaufsliste mit Wochenplan noch blanko, weil wir das gleich schreiben müssen. Hier am Kühlschrank, an dem Magnet, haben wir schon ein bisschen was geschrieben. Das machen wir immer so unter der Woche, was wir brauchen. Das schreiben wir dann schon mal rein. Und ja, den Rest machen wir gleich beim Frühstück, was es zu essen gibt und so.
Großeinkaufsliste. Ja, ich bin bewaffnet mit Eiskaffee und Folien. Wollte mir jetzt meine Haare eben färben. Voll der Balken, wo ich hier vorne, ich glaube, da habe ich schon enorm graues Haar, aber ist egal. Ich schwanke immer zwischen Foliensträhnen und Kammsträhnen. Ich weiß immer nicht, was ich machen soll. Kammsträhnen geht schneller, aber bei Foliensträhnen habe ich schon mal Angst, dass ich mir die irgendwie falsch setze oder so. Wir lassen uns überraschen. Falls jemand fragt, ich mache das immer mit Blondierung. Ich habe mir da ganz viel, so ein 500 Gramm Pack bestellt und habe das abgefüllt in so ein altes Gurkenglas, damit es schön wasserdicht verpackt ist. Und dann nehme ich immer 9% dabei. Das ist eine große Flasche, 1 Liter. Ich habe mir viel zu viel gemischt, aber ist ja nicht schlimm. Und ich bin jetzt doch zu Kammsträhnen gegangen, obwohl ich mir extra Folien gerissen habe, aber ist nicht schlimm. Und ich habe mir die jetzt erst alle, also ich mache nur den Oberkopf, ne? Von hier an hatte ich so einen mega Seitenscheitel und jetzt mache ich halt, ich drehe mal die Kamera um, sonst gucke ich völlig durcheinander. Mit dem Kamm so Strähnchen rein. Jetzt scheitel ich hier wieder ein Stück weiter, mache es hier rüber und dann wieder mache ich immer die Kammsträhnen. Und dann, ich hoffe, dass das Ergebnis besser wird als beim letzten Mal. So, ich glaube, ich kann jetzt sogar meine Brille aufsetzen, weil ja hier keine Farbe ist. Das ist immer das Doofe, wenn man komplett färbt. So, Friseure, die zuschauen, die werden wahrscheinlich ausrasten. Und wenn vorhanden ein innerer Monk ist, der wird wahrscheinlich durchdrehen. Also, ich bin noch nie gerne zum Friseur gegangen. Wenn ich zum Friseur gegangen bin, um mir irgendwas machen zu lassen, wurde ich total oft enttäuscht für ganz viel Geld. Die Haare waren meistens zerstört und ich habe dafür ganz viel Geld dagelassen. Und ich habe mich mega geärgert. Und jetzt mache ich das halt selber, schon seit ganz vielen Jahren. Und meistens ist alles gut und ich bin zufrieden für meine Verhältnisse. Ich habe auch keine hohen Ansprüche. Letztes Mal ist halt alles schief gegangen. Da sah ich halt aus wie Eigelb auf dem Kopf. Und alle Friseure waren zu, die mich hätten retten können. Aber ich habe es auch überlebt. Und deswegen, ich mache es nur noch selber. Gerade jetzt im Lockdown. Sehr praktisch. Jetzt kommt der Bernd, glaube ich. Hallo. Wolltest du auch super zeigen, wie du sie erstickst? Ich wusste nicht, dass du filmst. Ja, ich muss jetzt warten. Achso, ich muss meinen Wecker stellen. Mein Bauch hängt raus. Hm? Mein Bauch hängt raus? Mein Bauch hängt raus. Bei mir hängen die Nippel raus. Ja. Ist egal, wir sind ja freizügig. So, ich muss den Wecker. Halbe Stunde. Hast du schon Strähnchen? Ja, ich habe jetzt nur Oberkopf mal. Ist nur damit der... Das ist ja fast gar nichts. Ja, weil ich will ja auch nicht wieder so yellow from the egg auf dem Kopf haben. Und das heißt... Ja, ich habe ein bisschen viel Farbe angerückt. Ja. Da hast du das. Ja. So, halbe Stunde. Ja. Wenn das an die Finger kommt, wasch das sofort ab, weil sonst habt ihr so wie Verätzungen. Ist nicht schlimm. Ätzende Ätzung. Genau, also das ist die Kamera. Die muss drin gesteckt bleiben in den Stecker. Achso, genau, und die kannst du dann lenken mit diesem Ding. Kann die auch stehen bleiben? Ja, klar, kannst du auch mal sehen. Kann man halt alles einstellen. Der zeigt auch die Temperatur an und die Uhrzeit und alles Mögliche. Mit Nachtsichtmodus.
Genau, man kann Musik spielen. Man kann auch sogar reden mit dem Baby, wenn man möchte. Oder mit dem Hund, man könnte es ja auch für einen Hund benutzen. Der Hund will es aber essen. Ich will gar nicht so steuern. Hallo, er sagt, er möchte. Er will es fressen, er hat fressen gehört, da kommt er sofort. Ja, das haben wir für Ungarn schon mal gedacht, ja, ja, dass wir das da benutzen können, weil mit hier brauchen wir keins. Tochter und Sohnemann beobachten können. Nein. Und da heimlich auf dem Dachboden mit ihrer Freunde kuscheln. Ach, warte, hier ist dein. Ja. Ein bisschen Bild. Habe ich die mal beobachtet, wenn du im Bett gelegen hast. Gar nicht. Wir haben das jetzt erst bekommen vorgestern. Sag mal, hallo übrigens. Wir haben einen Rabattcode für euch, Michaela. Und damit bekommt ihr 40 Euro Rabatt auf dieses Babyphone. Und ich werde euch die Seite verlinken. Fütterungstimer kannst du anmachen. Kannst du Vox gucken? Die Auswanderer. Nein, Vox, was macht Vox? Kann man Vox gucken? Wie mit Vox kannst du. Hör mal, ob da Melodie rauskommt. Ja, kommt, das hört man doch. Ja, hier rauf. Ja. Und was ich rede, hörst du da in deinem Empfänger, den du in der Hand hast. Rutsch mal da rein ins Mikro. Das ist doof. Hört man da auch, was ich sage? Hör mal. Ey, auch mal ein Kind schlaf. Das hörst du nur bei dir. Aber das kann man bestimmt so einstellen, dass man das da auch hört. Wie mit ich um 23 Uhr liegt da auf einmal, oh mein Kind, schlaf. Genau, da kann der Bernd sich jetzt schöne Musik abends anhören zum Schlafen. Ich wollte meine blonde Pracht eben zeigen. Jetzt bin ich ganz abgeschminkt, weil ich geduscht war. Bernd ist auch abgeschminkt. Und ich habe die Zeit, meine Me-Time, optimal genutzt. Ich habe das Badezimmer ein bisschen geputzt, als die Farbe eingewirkt ist oder hat. Und die Dusche habe ich wieder von innen geputzt beim Duschen. Genau. Und das ist jetzt das Ergebnis. Ich finde es okay. Also für mich reicht es, für meine Ansprüche. Ist ja nur, dass dieser enorme Balken da weg ist. Das finde ich immer so nervig. Und jetzt wächst es halt raus, die Farbe. Und dann, ja, habe ich irgendwann wieder meine Naturhaarfarbe. Straßenköter blond mit mittlerweile grau gemischt. Ja, so. Das ein bisschen aufräumen. Die Maus ist oben in ihrem Bett und schläft. Genau. So, so, so. Und der Bernd macht schon Essen. Der hat nämlich heute Spaghetti Bolognese gemacht. Also Bolognese hat er heute Morgen, heute Vormittag gekocht. Tada, ein Riesentopf wieder. Davon machen wir Lasagne auch die Woche. Und jetzt macht er Spaghetti. Ja, wir machen die Spaghetti in kaltes Wasser. Da werden nämlich Kommentare kommen. Weil man Spaghetti sagen ja, steht ja auf der Packungsbeilage, in kochendes Wasser. Genauso wie man ja sagt, den Backofen vorheizen, aber das ist ja nur, damit man die genaue Minutenanzahl hat von, damit die was draufschreiben können. So, und jetzt wollte ich euch zeigen, dass wir schon, nicht, weil wir immer dagegen sind. Genau, wir müssen immer alles anders machen aus Prinzip. Wir haben unseren Menüplan geschrieben für die Woche. Morgen gibt's Lasagne, oh Wunder, weil wir haben ja jetzt einen Riesentopf Bolognese. Dienstag gibt es Voodoo-Eintopf, Mittwoch und Donnerstag gibt's wieder Holungen. Freitag Spargel mit Kartoffeln. Gibt es ja Spargel. Ja, wir können das ja noch wechseln, wie wir wollen. Ich habe jetzt halt einfach, einfach was reingeschrieben. Gibt es da noch Schnitzel oder so bei? Mhm. Und samstags gibt es Kartoffelgratin. Es ist eigentlich, aber es schmeckt wie Hähnchenauflauf, obwohl da überhaupt gar kein Hähnchen drin ist. Und Sonntag gibt es das nochmal. Dazu machen wir bestimmt einen Salat, ne? Nur was für die Spülmaschine? Den Smurfy. Ja, das war's. Gut, und dann würde ich jetzt hier unseren Sonntagsvlog auch beenden. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!